leaving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you get me feeling lighter. Moin, moin, Leute, und herzlich willkommen zurück in unserem Grow-Vlog. Wie man hier sehr schön sehen kann, ist unsere Melonade Runs nun offensichtlich schwanger von den Malawi-Pollen. Ja, und was das hier unten für zwei Kollegen sind, da sprechen wir heute auch noch drüber. Also bleibt dran, das wird gut. Ja, und falls du neu dabei bist und das Pollenmassaker aus dem letzten Video nicht gesehen hast, blende ich dir das hier mal kurz ein. Ja, und wie ihr seht, haben wir ordentlich rumgesaut mit dem Pollen und unsere Melonade Runs ist hier wirklich an jedem Bud schwanger. Ich kann überall schon anschwellende Samenkapseln sehen. Speziell hier oben sieht man das ganz gut. Und ich denke, wir werden jede Menge Samen ernten und dann natürlich im nächsten Grow diese Samen auch dann mal ausbreeden. Was haben wir mit dem Pollen gemacht? Ich habe den Pollen mit Wattestäbchen aufgesammelt, also direkt von den Blättern und von den Blüten abgeschabt. Habe das dann in ein Einmachglas gegeben und habe da vorher Alufolie rumgewickelt um die Wattestäbchen und habe dann daraufhin das Ganze mit etwas Reis in diesem Einmachglas eingefroren. Ihr werdet mir jetzt sagen, ob das eine gute oder schlechte Idee war, aber die Hoffnung besteht, dass wir den Pollen im nächsten Grow vielleicht nochmal benutzen können. Weil das bringt mich direkt zum nächsten Thema. Ich habe hier natürlich noch weiteres Saatgut von der Malawi mir gesichert. Und wie ihr hier sehen könnt, haben wir hier ein kleines Baby, was geschlüpft ist. Da musste ich gerade eben den Helm entfernen. Ja, dazu werdet ihr bald ein kleines Short sehen hier im Kanal, also dranbleiben. Und ja, wir gucken mal, wie der sich entwickelt. Im Idealfall ist das natürlich ein Mädchen, sodass wir die dann mit dem gesammelten Malawi-Pollen beglücken können. Und hier neben haben wir eine philippinische Landrasse. Das ist eine Filipino Kibungan. Die wurde mir empfohlen. Ist eine 100%ige Sativa. Das wird hier noch spannend in dem Zelt. Aber auch hier hoffe ich natürlich, dass wir ein Mädchen bekommen, was wir mit dem Pollen beglücken können aus unserem letzten Run. So, dass wir immer mehr eigenes Saatgut haben und dann unsere eigenen wilden Kreuzungen hier starten können. Ja, und was ich mir jetzt noch vorgenommen habe, ist, dass ich diese leckere Melonade Runs noch ein bisschen weiter entblättern will. Wir sind jetzt hier am Anfang der vierten Blütewoche. Und die Dame steht richtig gut im Saft. Für meinen Geschmack hat sie noch ein bisschen viel Blätter. Und ihr habt fleißig kommentiert in den letzten Tagen und Wochen, auch auf den alten Videos, und mir geraten, ich soll deutlich mehr Blätter wegnehmen. Und genau das machen wir jetzt. Ich lasse euch einen Timelapse davon da, wie ich die Dame nackig mache. Und ihr sagt mir hinterher, ob das genug war oder ob das wieder zu wenig war. So Leute, das war's erstmal mit dem Entblättern. Ich glaube, ich lasse das so. Was meint ihr? Soll ich noch mehr rausnehmen oder was? Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr noch mehr rausgenommen hättet oder nicht. Das ist das, was ich rausgenommen habe. Nicht vergessen, wir wollen hier keine fetten Buds produzieren, sondern wir wollen einfach nur Samen produzieren hier und wollen nicht, dass die anfängt zu schimmeln. Ich habe hier auch noch einen Luftentfeuchter, den wir notfalls zum Einsatz bringen können. Aber momentan sind wir halt in diesem Bereich hier unterwegs, Jungs. Ich denke, das geht sich ganz gut aus. Wir können uns hier die Melonade nochmal in der Nahaufnahme ansehen. Und wie ihr sehen könnt, hat die Dame schon richtig guten Trichombesatz. Wir sind hier in Blütewoche 4, wie gesagt. Sie wird jetzt vermutlich langsam die Trichomproduktion einstellen, weil wir Samen in den Kapseln drin haben. Aber insgesamt sieht die Dame doch sehr, sehr lecker aus. Oder was meint ihr? Schreibt das mal gerne in die Kommentare. Habt ihr auch schon eine Melonade Runs gegrowt? Das ist das zweite Mal, dass ich diesen Strain hochziehe. Ich
habe den in meinem ersten Grow schon gegrowt und ich war wirklich sehr, sehr begeistert. Wir haben jetzt hier aber scheinbar einen etwas anderen Phänotypen erwischt wie beim letzten Mal. Und auch unser Living Soil geht es nach wie vor prima, wie ihr sehen könnt. Der Klee ist immer noch am Start. Teilweise ist er abgestorben. Ich habe da hinten schon mal ein bisschen weggeschnitten, wie ihr sehen könnt. Ist hier auch schon einiges vertrocknet. Aber insgesamt macht die Living Soil wie immer einen super Eindruck. Also kann ich jedem nur empfehlen, wenn er einen einfachen und ja, easy zu managen Grow haben möchte, dann soll er sich doch mal mit Living Soil auseinandersetzen. Wer hier seit Anfang an dabei ist, weiß, dass wir hier überhaupt keinen Dünger eingesetzt haben, sondern nur die Living Soil ein bisschen Kalmak nachgegeben haben in das Gießwasser, weil wir halt Leitungswasser benutzen und nicht auf Regenwasser zurückgreifen können. Wenn ihr Regenwasser habt, braucht ihr das gar nicht, aber wir haben das halt nicht. Und ich finde, dafür sehen die doch richtig, richtig saftig aus. Dafür, dass die nicht einen Tropfen Dünger bisher gesehen haben. Oder was meint ihr, Leute? Das war's auch schon. Quick and dirty diesmal. Ich werde jetzt gleich noch meine anderen beiden Pflänzchen hier wieder reinstellen ins Zelt. In der nächsten Woche gibt es wieder ein Update. Wir gucken uns an, ob die Samenkapseln weiter anschwellen und ob wir schon erste reife Samen erkennen können. Ich denke, das wird noch 1 bis 2 Wochen dauern. Und ja, wir gucken uns an, wie die Filipino Kibungan weiter wächst, die ich da gepoppt habe. Und wir gucken mal, ob unsere kleine Malawi sich auch durchkämpft. Aber mehr dazu im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Bubertsbrudi.